Köln 50667 Lea, Heiratsantrag. Köln 50667 Lea sorgt jetzt für eine riesige Überraschung, offenbar läuten bald die Hochzeitsglocken. Nach vielen missglückten Beziehungen hat Lea nun endlich den richtigen gefunden, wenn nur nicht dessen Ex-Frau Cora wäre. Diese ist vor wenigen Wochen nach Köln gekommen, um mit Ben gemeinsam ihren Sohn Oscar wieder in richtige Bahnen zu lenken. Für Lea ist das ein Graus, bedeutet Coras Anwesenheit doch, dass diese bei etlichen Familienausflügen, beim Frühstücken oder sogar an Leas Geburtstag dabei ist. Köln 50667 Lea, Heiratsantrag. Diese Dauerpräsenz lässt Leas Alarmglocken schrillen. Sie vermutet, Bens Ex will ihr den Freund ausspannen, setzt sogar Bo auf Cora an, um deren wahre Absichten zu enthüllen. Schließlich greift Lea in ihrer Verzweiflung zu einem weiteren Mittel, dem Heiratsantrag. Wie in der Köln 50667 Vorschau zur kommenden Woche zu sehen ist, bittet Lea Ben tatsächlich um seine Hand. Ob er Ja sagt oder ihr eine Abfuhr erteilt, ist noch nicht ersichtlich. Allerdings dürfte Ben bewusst sein, dass Lea ihren Antrag nicht nur aus Liebe, sondern auch aus Eifersucht und um ihr Revier vor Cora zu markieren, macht. Inwiefern ihn das abschrecken und für Lea nach hinten losgehen könnte, bleibt wohl abzuwarten. Wir würden ihr auf jeden Fall wünschen, dass sie und ihre große Liebe vor den Traualtar treten.